Hallöchen, meine Lieben. Leider ist es mir wieder passiert. Ich habe angefangen zu drehen. Dann hat mein Handy hat sich davon gemacht. Und jetzt, habe ich das Video. Ja, das ist jetzt leider nicht mehr da. ich habe da irgendwie echt ein Timing für. Ich mache gerade einen Kassensturz, habe aber jetzt auch noch nicht so viel abgedreht. Also ich hatte ich bin gerade mit den Sparspielen jetzt dran, weil ihr wolltet ja mal gerne wissen, wie viel ich aktuell in meinen Beinen habe. Und ich habe mir gedacht, okay, dann machst du jetzt mal einen Kassensturz. Habe einen kleinen Besucher hier, der sich nochmal vorstellt. Das ist hier wirklich, das ist hier, glaube ich, auf meinem Kanal noch nie vorgekommen, denn meine Kinder haben Ferien und meine Tochter, die Sophia, ist mit dabei. Und die Sophia sagt euch mal eben Hallo. Du müsstest nochmal Hallo sagen. Hallo. Wie ihr mich ja schon kennt, ich bin ja Sophia, wie ihr ja eben schon gehört habt. Ich bin 6 Jahre alt. Hä? 6? Du bist doch 7 geworden. Ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter. Ich hatte jetzt in dem Spiel Der magische Wald 24 Euro drin und in Drachenschwestern hatte ich 17 drin. Ich habe gedacht, ich fange mit dem Bein da an, weil den hatte ich ja noch nicht so viel bespielt. Also das Video wird jetzt auch nicht so lang, denke ich mal. Ich denke mal, dass wir das schnell durch sind. Jetzt kommen wir zu die Diamanten von Atlantis. Das weiß ich so relativ im Kopf. Da habe ich 35 drin. Da bin ich wirklich mal gespannt. Autsch. Und dann rechne ich das schon mal auf jeden Fall zusammen. Du möchtest gleich was sagen? Kannst du gerne. Also Leute, also, es geht jetzt nur um 2 Bücher, also wird das Video nicht so lange sein. Also, wir können beim nächsten, wenn du willst, wenn ihr möchtet, ich kann auch mal beim nächsten Mal nochmal das Video mitmachen, wenn ihr möchtet. Du bist süß. So, wir rechnen mal zusammen. 24 plus 17 plus 35. Oh. Sind wir schon bei 76 Euro nur in dem einen Bein da? Pass auf, Schatz, nicht, dass du da wieder dran kommst. Sonst können wir mit viel Pech das nachher nochmal füllen. Das wollen wir ja eigentlich nicht unbedingt. Ja, die Leute. Na? So, dann habe ich hier die 52-Wochen-Challenge. Da haben wir 13 und 19 schon. Ich rechne mir ja dann immer eine Reihe zusammen. Sind schon 32. Was möchtest du? Ja, kannst du auch gleich machen. Dann gucken wir mal bei Dreamland. Ich bin echt gespannt. Ich könnte es überhaupt nicht einschätzen. Ich muss echt aufpassen. So, ich tue das mal hier hin. Testest du gerade, wie der Rechner da, was man da alles machen kann mit dem Rechner. In Dreamland haben wir bis jetzt 81 Euro. Ui, das, das wird aber doch eine etwas höhere Summe, zumal in meinem, in der 5-Euro-Challenge schon sehr viel drin ist. So. Dann gucken wir mal, was ich bei der Eiskönigin drin habe. Genau, bei der Eiskönigin zeige ich euch, habe ich aktuell 83 Euro drin. Okay, 83. Richtig. Ist aber nicht schlecht für den Anfang, Leute. So, was haben wir denn in der Rubbelzeit drin? In der Rubbelzeit. Genau. Das Spiel heißt so hier. Genau, jetzt zuhören, damit ihr alles wisst. Genau. Da haben wir 24 drin. 24, ist schon mal klar. Ja. Bist du gerade schon am Zählen? Da muss aber ab hier anfangen zu tippen. Und da musst du nach und nach alles eintippen. Mhm. Und dann kannst du mir mal zeigen, was dann da drauf steht auf deinem Rechner. Und in der Zeit schreibe ich das schon weiter hier auf, okay? So, dann haben wir einmal Seastar. Da haben wir 18, 25 haben wir hier drin.
kommt noch dann die 5-Euro-Challenge, weil ich habe ja jetzt nicht so viele Spiele. Da habe ich ja meinen Platzhalter drin. Ui, da haben wir 210 Euro drin. Das ist schon eine Menge, ne, Sophia? Mhm. So, oh, ich glaube, das ist das bestimmt nicht, was wir daraus haben. Ich glaube, da hast du dich ein bisschen vertippt. So, darf ich mal? Yep. Gut. Du guckst nach, ob ich dann richtig eintippe. Da haben wir dann die, wartet mal, du bist da ein bisschen drin. So. Plus 32. Dann haben wir hier plus 81. Dann plus 83. Plus 24. Wow. Plus 25. Und die 210. Also das ist ja wirklich... Hätte ich jetzt, also so 350 oder vielleicht 400 habe ich schon gedacht, aber dass wir da echt auf eine Summe von 531 kommen, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und wie gesagt, ihr habt mal einen Kassensturz. Also ich glaube, bis ich den nächsten mache, wird das einfach noch ein Weilchen dauern. Ja, aber du hast jetzt einfach mal einen kleinen Einblick gekriegt, was man so eigentlich ersparen kann. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Über einen Daumen hoch und einen lieben Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich denke, dass dann Sophia dann doch wahrscheinlich in den nächsten Sparspiel, wahrscheinlich werdet ihr meine Tochter dann nochmal zu hören kriegen. Also wenn ihr da sagt, ja, wir würden sie gerne nochmal hören, könnt ihr mir das gerne schreiben. Wir müssen einfach mal gucken. Du möchtest auch noch was sagen? Was also Leute, wenn ihr auch meine Videos sehen möchtet, dann fragt meine Mutter, weil ich mache auch gerne manchmal Videos, dann kannst du meine Mutter mal fragen, ob sie die euch schicken kann. Und dann ist ja schon alles okay, wenn ihr die nicht. Du wirst ja später Videos machen, wenn du älter bist. Noch bis habe ich ja was dazu gesagt, ne? Aber finde ich sehr nett, dass du da. Aber Leute, wie ihr ja wisst, abonniert unseren Kanal. Und drück die Glocke. Und ja, das ist sehr lieb von dir. Aber ja, dann, tschüss Leute. Ja, ich verabschiede mich, ich verabschiede mich auch nochmal. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Ciao.